Schauen wir uns den Auslauf. Ja, und sie aufzählen nach der Ruhe. Da gibt es so Gruppen am Nachmittag, oder? Wenn ganz 30, 40 mitranken, dann können wir als Gruppe erfassen, das ist ein Jahr, unsere Zeit erfassen, dann kommt ihr nachher als Gruppe so erfassen. Das ist ein Einzel nach der Nummer, die es hat. Jetzt kann man sehen, dass von diesen Gruppen nachher auch noch eine Einzelnummer hat. Und dann können wir die nachher so miteinander einbinden. Am Schluss sehen wir nachher genau am Abend, wie viel Zeit wir nachher haben. Und wir alle tun dir jetzt ein Happy Birthday singen.
unsere Gemeinderätin, Renat Amril, tut anstimmen. Bitte. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy Birthday. Happy Birthday to you. Bis zum Publikum. Bernhard Willer am Napf gegen Herbert Will am See. Ich mache es geschwind mit einem Witz. Es kommt einer in die Wirtschaft hier, hockt ab, sagt so. 2 Minuten später kommt der zweite, hockt hier ab, macht so. Kommt der Wirt raus, holt die Stangen raus, hockt hier am Stammtisch und sagt so, so. Dann haben sie zueinander angeschaut. Wenn der eine sagt, du, das ist Schnurri, komm mit euch mit. Seht ihr da, 15 Senioren. Selbstverständlich geben wir Ihnen nicht 16 Lösungen, von allen 1 länger. Ihr alle haben die Gelegenheit, das hier ohne zu schicken. 3. Es ist gesteigert durch 3. Wer wird das mehr? Ich werde besser machen. Top, ich hätte die Gilt. Hauptspalten von Herbisil sind sehr, sehr erfolgreich. Schweizerisch gehören sie zu den Stärksten. Sie können immer wieder den ersten Rang abholen und ganz regelmässig Grenzen. Was mir besonders Freude macht, Coach Baldur Ebersil hat auch sehr viele junge Leute in jeder Reihe, die das Brauchtum oder die Tradition mitleben. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, im Anschluss an die Demonstration habt ihr auch die Möglichkeit, das selber zu probieren. Und so wie ich die Testmann können, wird sie als Erste nachher so einen Achs oder Topfen Schlag nehmen und mit so einem Stück Oh!
Seite. Landwirtschaftsjahr, das brauchen wir. Wir brauchen unsere Ernährung und ich glaube, je mehr, dass ihr
sind, desto weniger sind wir abhängig vom Ausland. Also, dass es einfach im Stall und auch im Schür alles gut aussieht und dass wir alle gesund bleiben und dass uns Gott Segen gibt und mehr brauchen wir gar nicht. Also, bleibt alle gesund, alles Gute, schöne Zeit an alle, die da sind. Merci vielmals.